Steigt mal aus. Kannst du dich da reinsetzen? Nö, nicht mal Alois. Tja, sehr merkwürdig. Aber gut, soll mir recht sein, wir werden jetzt das Ding hier erobern und dann ist Ruhe, dann gehört uns der ganze Bahnhof und natürlich auch der Goldzug, den wir so oder so holen sollten. Und ich denke, dass sich dann vielleicht noch ein weiteres Gebiet auftut. Wundern wird es mich nicht. Ja, jawohl. Speichern. Du gehst rein, los geht's. Wird zurückerobert. Tja, und so wie es aussieht, gewinnen wir. Die goldene Gans. Unsere Hauptquest. Warum darf ich mich da nicht reinsetzen? Ja, dann hau doch ab. Speichern. So, jetzt fahren wir mal mit dem Auto durch die Gegend in der Hoffnung, hier noch irgendwas Schönes zu finden. Offensichtlich soll ich ja noch mehr machen. Räume das Gebiet. Was heißt das Gebiet räumen? Da müssen ja hier noch Leute unterwegs sein, oder was? Feindkontakt! Das scheinen alle zu sein. Wir sind hier fertig. Ah. Okay, es ging nur noch darum, die restlichen Leute kaputt zu machen. Das ist in Ordnung. Ihr kommt raus, setzt euch dort rein. Und ich glaube, dann sind wir auch alle schon versammelt. 7 von 10 Leute sind da, die letzten 3 kommen gerade. In Bewegung. Und dann haben wir den Goldzug erobert und können das Gebiet erfolgreich verlassen. Alle Missionen sind erfüllt. Sehr schön. Bestätigen. So, wieder können wir Medaillen zuweisen. Ihr wart wirklich alle wunderbar. Ich kann euch nur danken. Deswegen kriegt Josef jetzt seine Stufe 5, hoffentlich. Und wir nehmen noch mit dazu. Frantisek, der kriegt jetzt noch eine Medaille. Und Maximilian, der auch. So. Glückwunsch. 450 Treibstoff, 220 Metall, 200 Stoffe, Waffen, Munition haben wir auch gefunden. Ich bin ganz froh, dass wir nicht ganz so viel verbraucht haben, denn so viel war das jetzt auch nicht. Und wir haben 2 Granaten gefunden, eine benutzt und einen Sanitätskasten gehabt. Der Goldzug 3 abgeschlossen. Das Gold ist gesichert, dein Zug nähert sich dem Bahnhof von Novonikolajewsk. Während deine Soldaten die anderen Offiziere an Bord hastig über die gegenwärtige Lage in Kenntnis setzen, plötzlich bemerkst du einige Soldaten der Weißen Armee in der Nähe. Unter ihnen erkennst du ein bekanntes Gesicht. Das gibt's nicht. Bilov, was hat das zu bedeuten? Major, Hauptmann, bitte bleiben Sie alle ruhig. Es gab eine Planänderung. Hauptmann Bilov gibt ein Signal. Dein Berater stellt sich zwischen euch, als seine Soldaten ihre Gewehre heben. Major, kurz nachdem sie weg waren, sind weitere unserer Truppen eingetroffen. Mir wurde befohlen, meinen Posten zu verlassen und schnellstmöglich herzukommen. Wir sollen den Bahnhof und das Gold sichern. Ich verstehe. Tja, mich überrascht, dass sie mit einer solchen Mission beauftragt wurden. Bilov ist seine Nervosität deutlich anzusehen. Seine Wangen röten sich sichtbar. Nach einem kurzen Moment setzt er ein schiefes Lächeln auf, aber er kann keinem von euch in die Augen sehen. Stattdessen dreht er sich weg und zieht ein Telegramm aus der Tasche. Dann liest er vor. Unterstützen Sie die tschechisch-slowakischen Legionen bei ihrer Weiterfahrt nach Vladivostok. Teilen Sie Vorräte nach eigenem Ermessen zu. Erstatten Sie umgehend Bericht, General Boris Rodzianko. Ich werde diese Nachricht weitergeben, wenn Sie meinen Männern die nationale Goldreserve aushändigen. Andernfalls ist die Reise hier vorbei. Das versichere ich Ihnen. Langer schlägt einen stolzen, trotzigen Tonfall an. Wir Legionäre stehen zu unserem Wort, Bilov. Das stimmt. Petrich freut sich. Dann ist es abgemacht. Wir kümmern uns um das Gold, damit sie weiterfahren können. Und jetzt werde ich diese Nachricht telegrafieren. Denn auch ich stehe zu meinem Wort. Ich werde sie daran erinnern, Bilov. Weitere Soldaten der Weißen Armee treffen ein. Deine Legionäre führen sie auf deinen Befehl hin zum Gold. Der Zug, der die wertvolle Ladung aufnehmen soll, soll jeden Moment eintreffen. Kaiserliche russische Goldreserve. Die Erbeutung des Goldes von den Roten hätte den Weißen genügen sollen, um uns in Ruhe zu lassen. Aber sie setzten ihre Forderungen fort. Als sich das Blatt gegen sie wendete, wurden sie immer verzweifelter und wir waren beinahe gezwungen, unsere Waffen und Vorräte mit ihnen zu teilen.
bis für uns fast nichts mehr übrig war. Wir wurden sogar gezwungen, Zivilpersonen mit an Bord zu nehmen. Sie schienen alle uneins zu sein, wer die Passagiere waren und warum sie unseren Schutz brauchten. Und von unserer Übergangsregierung war nichts zu hören, obwohl sie es angeordnet hatten. Aber allen war klar, dass sie uns wahrscheinlich Ärger machen würden. Was mich betrifft, ich hatte nur falsch eingeschätzt, wie viel. Nun gut, Novonikolajewsk ist durch und damit haben wir Kapitel 5 abgeschlossen. Wir kommen ins nächste Gebiet und müssen dann nach Krasnojarsk oder nach Nizhneudinsk. Könnte alles sein, vielleicht auch gleich irgendwo anders hin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir auf weiter. Befehle, Major. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was Sie davon halten. Wir sollen am Bahnhof von Jurga halten. Eine Frau wartet dort auf uns, Frau Demidova. Sie reist mit 5 Kindern und einem Mann. Aus irgendeinem Grund sollen wir sie mit uns nehmen und sicher nach Nischni Udinsk begleiten. Mehr wissen wir nicht. Ich habe rückgefragt und sofort die Anweisung erhalten, keine weiteren Fragen zu stellen. Nur so viel. Das verstößt gegen die Vorschriften. Mein Rat wäre, wir gehen mit Bedacht vor und fragen Frau Demidova nach den Gründen ihrer Reise. Irgendwie fühlt sich da etwas seltsam an. Ja, das ist auch merkwürdig. Wir brauchen keinen Arzt, glücklicherweise, aber es gibt wieder ein Betriebswerk. Wir könnten im Prinzip einen neuen Wagen kaufen und bräuchten ja noch einen Werkstattwagen. Oder, nö, das war's. Küchenwagen haben wir, Sanitätswagen haben wir, Infanteriewagen haben wir, Lagerwagen, also nur noch einen Werkstattwagen. Ansonsten brauchen wir nichts weiter. Der kostet aber 12.900. Das heißt, ich muss jetzt noch einiges verkaufen. Wir verkaufen jetzt auch Kohle. Mal so eben 150, machen wir 139 erstmal. Das ist, glaube ich, okay. Wir haben eh noch genug. Bestätigen. Wird ja einen Grund geben, warum wir das machen. Uns fehlen immer noch fast 5.000. Ja gut, wir verkaufen mehr. Wir verkaufen jetzt auch mal 100 Stoffe, auch wenn ich die vielleicht noch für den Sanitätswagen oder den Rest brauche. Übernehmen. Wir verkaufen noch mal 100 Kräuter, auch wenn ich die vielleicht irgendwann mal in medizinische Gegenstände umwandeln kann. Wir verkaufen Schießpulver. Irgendwie finde ich davon sowieso nicht viel. Ich weiß auch nicht, wozu ich das die ganze Zeit durch die Gegend schleppe. Und wir könnten auch noch Munition verkaufen. Machen wir Handfeuerwaffenmunition. Wir werden sowieso wenig schießen, so wenig wie möglich. Also 283 hiervon. Auch nochmal Gewehrmunition. Machen wir 100. Bestätigen. Und hiervon auch nochmal 124. Und dann sind wir eigentlich gut dabei. Außerdem haben wir dann auch wieder Platz. So. Das heißt, wir geben noch 5.279 von uns mit drauf und kriegen dafür einen neuen Wagen. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt auch einen Werkstattwagen. Wir haben nur noch keinen Artilleriewagen, aber der Zug dürfte alles wunderbar transportieren können. Ich glaube, bis zu 7 Stück geht, ne? Wo steht das? Ja, 7 von 7. Mehr können wir nicht mit uns führen. Gegebenenfalls müssen wir ein anderes Abteil rausschmeißen, wenn wir irgendwie nicht weiterkommen. Jetzt bin ich aber erstmal froh, dass das alles klappt. Ihr seid bloß ein bisschen müde und erschüttert. Ja, ist okay, Rostislav. Du bist derjenige gewesen, glaube ich, der vorne dann auch ein Problem hatte, ne? Rostislav? Bist du nicht Rostislav? Ja. Als Arbeiter, warte mal, dann kommst du raus. Dann packen wir einen anderen Arbeiter rein. 80-90% André. André war aber, glaube ich, Arzt. Kann das sein? Er ist Sanitäter. Ja, der könnte auch noch Arzt werden. Deswegen würde ich den am liebsten natürlich da nicht mit reinpacken. Er hat andere Dinge zu tun. Du zum Beispiel, David, ruhst dich den ganzen Tag aus. Aber du hast zu gute Werte, das weiß ich. Das habe ich noch im Kopf. Ich brauche einen ganz normalen Arbeiter. Nehmen wir den Martin. So. Du bist jetzt in der Nacht Arbeiter, alles ist gut und der andere kann sich jetzt ausruhen. Ist in Ordnung. Viel Spaß. Vielleicht geht es dir bald wieder besser, mein Erschütterter. Okay. Wir haben nicht viel Geld übrig, ganz im Gegenteil. Könnten jetzt noch ein Abteil verkaufen, will ich aber nicht.
müssten uns langsamer reparieren. Ich bin froh, dass unsere Züge bzw. unsere ganzen Waggons noch einigermaßen fit sind, auch wenn der Zug ein bisschen was abgekriegt hat, als wir das letzte Mal durchgebrettert sind. Aber wir können jetzt auch ausbauen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was wir hier alles ausbauen dürfen. Es gibt den Arbeitstisch und den Amboss sowie die ganz normalen Sicherheitsvorkehrungen. Die werden wir schon mal treffen. Sicher, sicher. Er holt sich im Sanitätswagen. Ja, das soll er auch. Pavel baut aus, genauso wie die anderen. Dann kriegen die auch nochmal ein paar Punkte mit dazu. Dann im Sanitätswagen. Verbesserter Arbeitsplatz erhöht die Effizienz. Neue Betten. Eigentlich brauchen wir nicht so viele Betten. Ein Ofen wäre mal ganz schön. Die nehmen wir mit rein. Auch da brauchen wir Arbeiter für. Hoffentlich ist das jetzt nicht wieder auf Zeit, dass wir durch die Gegend düsen müssen, aber ich glaube, im Moment ist es relativ ruhig. Ihr ruht euch den ganzen Tag aus. Wer hat denn noch nichts zu tun? Du bist ein Koch, Peter. Du bist Arbeiter. Du arbeitest eigentlich in der Nacht jetzt, mittlerweile. Ihr habt jetzt zu tun, seid in der Arbeit eingeteilt. Und die restlichen haben zu wenig Ausdauer. In Trupp Nummer 1 ruht sich aus und ist einsatzbereit. Guck mal, Bedrich hat 128 Arbeitseffizienz. Du bist eigentlich bei Trupp Nummer 1, aber du wirst jetzt der Schicht mal zugewiesen, damit das Ganze schneller fertig gemacht wird. Du bist auch bei 101, los geht's. Noch werden wir nicht gejagt. Oh, wie schön. Aufgestiegen, neuer Rang, Oberfeldwebel. Glückwunsch. So, dann hoffen wir, dass wir relativ fix durch sind mit den Abteilen. So, ihr seid fertig. Das freut mich. Das Teil ist auch fertig. Dann werde ich die jetzt auch wieder mit rausnehmen. Dort packen wir jetzt euch mit rein. Die den ganzen Tag nichts zu tun haben. Alfred, du auch. Mit jeder Verbesserung steigt unsere Entschlossenheit. Ne? Das ist doch schön. Ein verbesserter Ofen könnte hier ebenfalls mit rein. Dann haben wir zumindest im Sanitätswagen schon mal eine gut ausgebaute Situation. Das wäre toll. Außerdem könnten wir in unserem Personalwagen jetzt endlich die Metallbeschichtung mit hinzufügen. Rostislav ruht sich noch aus. Ihr ruht euch bitte alle ein bisschen aus. Zumindest die, die es können. Die anderen werde ich jetzt erstmal... Roman, du kannst da mitarbeiten. Du bist im Moment der Einzige. Warum? Ich hatte doch vorhin zwei noch, die das machen konnten. Dann lasse ich nämlich erstmal zwei arbeiten und teile dann von dem anderen Zug, Abteil, die anderen mit hinzu. Ach, da oben sehen wir es ja. So, die sind durch. Dann kommt ihr beide raus. Euch stecke ich dann hier vorne mit rein. Wo sind denn die jetzt? Da und da. Guti. Damit ist das Teil auch soweit durch. Da ist jetzt nur noch eine Sache, die bessere Erreichbarkeit, um die Reparaturgeschwindigkeit hochzubringen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt sowieso erstmal ein bisschen was reparieren. Hauptsächlich den Zug. Aber auch Abteil Nummer 1 und Nummer 2. Also Haltbarkeit wiederherstellen. Dankeschön. Haltbarkeit ist wiederhergestellt. Jetzt hier. Dafür muss ich euch wieder rausnehmen. Den Hauptzug bitte noch. Jetzt kriegen auch sehr viele Hunger. Ich muss mich nachher mal ranhalten, dass wir auch mal losfahren. So, Haltbarkeit wiederherstellen. Guti. Der Zug ist auch wieder fit. Jagdhund ist fit. Abteil Nummer 1 ist fit. Abteil Nummer 2 müsste nochmal fit gemacht werden. Ein bisschen was ist noch übrig an Metall. Dann hauen wir euch da noch mit rein und dann ist das auch wieder schick und den Leuten geht es auch wieder ganz gut. Abbrechen. Du und du. Haltbarkeit wiederherstellen. Diesmal für 30, ist in Ordnung. Okay, damit ist alles jetzt abgearbeitet. Wir haben einiges ausgebaut, das ist super.
Am liebsten hätte ich noch den verbesserten Rauchfang, dafür brauchen wir aber 75 Metall. Wenigstens haben wir hier jetzt die Möglichkeit, schon mal die Heizung anzumachen. Das ist gut. Im Werkstattwagen haben wir noch gar nichts gemacht, bis auf die Sicherheitsvorkehrungen. Und da könnten wir jetzt jemanden einteilen, der den ganzen Tag immer irgendetwas macht. Du ruhst dich den ganzen Tag aus, du auch. Dann, bitteschön, werdet ihr jetzt meinetwegen Handfeuerwaffenmunition herstellen. Oder aber bequeme Stiefel, erhöht die Geschwindigkeit der eingesetzten Trupps um 25%. Oh, das ist ja interessant. Winteruniform. Hätte ich das mal zuerst genommen und nicht diesen dämlichen Küchenwagen. Gewehrmunition, Sanitätstaschen. Erhöht die Limits des Sanitäters für eingesetzte Gegenstände. Erhöht den Kälteschutz der Soldaten in den eingesetzten Trupps um 1. Das heißt, wir hätten dauerhaft und permanent eine Erhöhung. Erhöht die maximale Munitionsmenge, die Sanitäter mit in die Mission nehmen können, um zusätzliche 20 Schuss. 50 Schuss, 100 Schuss. Aha. Sprengstoffforschung, Sprenggranate, Kampfausrüstung, die von Grenadieren verwendet wird, explodiert kurz nach dem Aufprall. Neues Herstellungsrezept, das heißt, wir könnten dann selber etwas herstellen, bräuchten nur eben Metall. Maschinengewehrmunition, da würden wir im Prinzip aus 20 Metall und 20 Schießpulver 100 Maschinengewehrmunition herstellen können. Okay, was ist hier noch Schönes? Verbesserte Läufe, erhöht die Trefferchance von Handfeuerwaffen. Aha, erhöht den Schaden von Gewehren. Trefferchance, Nachladezeit. Also es gibt so viele wunderbare Forschungen, nur leider viel zu wenig Metall, um das alles zu erforschen, aber das mit der Winteruniform finde ich ja schon mal sehr interessant, das könnt ihr nebenbei erforschen. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß. So, während die dort hinten forschen, mitten im kalten Waggon, können wir auch endlich weiterfahren und gucken uns mal den Rest an. Wir müssen jetzt erstmal nach Ojasch Jurga, Novovostochny. Dann geht die Schiene hier entlang nach Atschinsk, Krasnojarsk, Schalinskoje, Kansk. Oh, jetzt wird es aber wieder richtig lang, ne? Kann das sein? Und dann irgendwann Nischni Udinsk. Und dann kommen wir in ein sehr kaltes Gebiet. Leute, es wird nachher immer kälter. Ich weiß noch nicht, ob wir das alles so hinkriegen. Glücklicherweise haben wir noch 1200 Kohle. Das reicht für eine Weile. Aber einkaufen müssen wir auch dringend, um wieder Essen für unsere Leute zu haben. Glücklicherweise kommen wir bald an Wäldern und Seen vorbei, müssen jetzt nicht mehr durch die Gegend jagen, um uns dann mit dem ganzen Zeug einzudecken und irgendwas zu verfolgen. Das ist schon sehr praktisch. Wir fahren noch ein kleines Stück, bevor wir die Folge beenden. Los geht's. Hoffen wir, dass die Bedrohungsstufe jetzt unten bleibt, dadurch, dass die Weißen uns einigermaßen beschützen. Das wäre ganz, ganz vorsintflutlich. Bedrich, ein Nickerchen und eine Zigarette und plötzlich fühle ich mich lebendig. Ja, so geht's mir auch immer. So, euch lösen wir auf, den kompletten Trupp, stellen einen neuen zusammen, der dann losläuft, um im Wald was zu suchen. Du bist ein Überlebenskünstler, wir brauchen noch einen Jäger. Ja, Roman. Und dann geht ihr in den Wald. Hoffentlich können wir in Ojasch wenigstens mal endlich Essen kaufen. Das wäre ganz, ganz toll. Fahre nach Jurga und hole die Familie ab. Das ist unsere Aufgabe, aber soll ich nicht hinterfragen, was die von mir wollen? Einsetzen. Pause. Wir warten hier. Die Bedrohung steigt nicht mehr so schnell, Gott sei Dank. Einmal bitte alles mitnehmen. Dankeschön. Oh, man kann diesmal nichts machen, aber wir haben 21 Essen und 55 Kräuter. Das ist schon mal schön. Dann kommt ihr bitte wieder zurück. Wir fahren wieder weiter. Und dann brauchen wir noch einen Trupp, der oben da erkundet. Das wäre im Prinzip jemand mit Einbrecher und Hauswirtschafter. Du bist auch ein Einbrecher. Wir haben im Moment keinen Hauswirtschafter. Wo ist denn der? Ach doch, da. Emanuel. Okay, die anderen können entweder in den Wald gehen oder an den See. Mit dem See habe ich nie wirklich gute Erfahrungen gemacht. Wir werden versuchen, beides natürlich abzuarbeiten. Das Waldgebiet lassen wir jetzt einfach mal aus. Wir kriegen hoffentlich noch genügend Holz. Und fahren erstmal nach
Otschansk weiter. Ja, ich weiß, ihr habt noch Hunger, seid verstört. Was hast du für ein Problem? Weil hier ist doch ein Blitz. Müde Soldaten. Ach so, ja, du bist müde. Ach, das tut mir aber leid, Roman. Ich weiß gar nicht, hast du überhaupt irgendwas getan in deinem Leben? Ihr sollt nicht so viel essen. Wieso ist denn das ganze Essen so eingeteilt gewesen? Ich habe das doch umgestellt. Als ihr am Bahnhof eintrefft, fallen dir nach kurzer Zeit drei Männer auf, die dich heimlich zu beobachten scheinen. Sie reden miteinander und scheinen deinen Charakter einzuschätzen. Sie planen etwas, sind aber anscheinend nicht bewaffnet. Schließlich nickt einer von ihnen und geht direkt auf dich zu. Die anderen beiden folgen ihm nervös. Davon alarmiert, nehmen deine Soldaten Kampfhaltung an. Die Männer kommen weiter auf dich zu. Plötzlich gehen sie mit erhobenen Händen auf die Knie. Ich bin ein Offizier der Roten Armee und erkläre hiermit, dass wir drei uns hier und jetzt ergeben wollen. Wir verlangen nach der Haager Konvention von 1907, wie Kriegsgefangene behandelt zu werden. Besorgt sehen sie sich um. Offensichtlich fürchten sie sich vor sofortiger Vergeltung durch Unterstützung der Roten Armee in der Nähe. Wir haben das Recht darauf, ohne Androhung von Gewalt festgehalten zu werden. Bitte helfen Sie uns im Austausch gegen unsere Kooperation. Sie wegschicken, sie zum Reden drängen. Mir drängen sie. Als du deine Hand hebst, heben deine Soldaten ihre Gewehre. Du sagst ihnen, dass du ihnen helfen wirst, wenn sie reden. Das macht sie nur noch nervöser. Wir wissen, dass sie uns nicht vertrauen, aber wir wollen damit anderen helfen. In der Nähe gibt es ein Dorf voller Roter. Wir hatten uns der Revolution aus ideologischen Gründen angeschlossen. Doch was sie jetzt tun, hat damit nichts mehr zu tun. Sie haben das Dorf nur eingenommen, damit wir für sie kämpfen. Unsere Familien sind in Gefahr. Wir werden sehen, was wir tun können. Sie wirken überrascht. Es war von ihnen ein Akt der Verzweiflung, der funktioniert hat. Sie erzählen euch von dem Dorf. Dort werden genug Waffen für den gesamten Sektor gelagert. Wenn ihr helft, ist der Bürgermeister gewillt, sich gegen die Roten zu erheben. Wahrscheinlich kennt er noch mehr Geheimnisse der Roten. Genug ist genug. Interessant. Gut, wir schicken jetzt erstmal euch los. Dann, wir haben noch nicht Nacht, schicken wir euch los, aber ich gebe euch trotzdem schon mal Lagerfeuer für Brennstoff mit einsetzen. So, bitteschön. Und dann sind schon wieder zwei Trupps unterwegs. Das wird eine Weile dauern, bis die wieder da sind. Er ist auch relativ fertig. Eigentlich hätte ich ihn gar nicht mitschicken dürfen, aber ist egal. Sie werden schon schaffen. Und wenn er zwischendurch umkippt, dann ist das so. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. Es war sehr erfolgreich bisher. Wir haben jetzt endlich Novo Nikolajewsk hinter uns gelassen und haben Kapitel 5 damit abgeschlossen. Es gibt, glaube ich, insgesamt 9. Also insofern mehr als die Hälfte ist durch. Bin gespannt, was noch alles kommt. Bis gleich. Nun, ihr könnt auch einfach ein Abo und ein Like dalassen. Dann haben wir es schnell hinter uns.